Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung zu Hunter und Kron. Ja, jetzt mit den Legenden von Andor, die Reise in den Norden. Ja, Teil 2, muss man sagen, ja? Andor 2. Die anderen Erweiterungen sind nicht so wichtig. Jetzt geht's wirklich weiter mit der ersten großen Erweiterung für das Grundspiel. Aber das Grundspiel braucht man trotzdem nicht immer noch. Man könnte an der Kartongröße schließen, okay, das ist ein zweites Grundspiel, was halt auf dem Wasser spielt, weil das bringt nochmal einfach genauso viel Kilo mit auf die Waage. Nein, es ist auch nur in Anführungsstrichen eine Erweiterung und man braucht auch hier das Grundspiel immer noch. Und ich finde, es hat schon mal den Preis gewonnen für das schönste Cover dieses Jahr. Nachdem wir den Drachen besiegt haben, kamen einige Jahre des Ruhe und des Friedens und wir haben uns auf unseren Heldentaten ausgeruht und haben es genossen, wie die Barden über uns gesungen haben. Aber die Zeit des Friedens ist vorbei. Also in Andor, zugegeben, ist es noch relativ ruhig, aber uns hat ein Hilferuf ereilt aus dem fernen, fernen, fernen Hadria. Ja, und denen scheint es dann nicht gut zu gehen. Was genau im Busch ist, wissen wir noch nicht, aber wir fahren natürlich los, setzen die Segel. Leider hat der König nur ein etwas baufälliges Schiff übrig, mit dem wir jetzt in See stechen dürfen, Andor verlassen und Hadria zu Hilfe eilen. Und tatsächlich besteht diese zweite, eigentlich erste große Andor-Erweiterung hauptsächlich aus der Reise in den Norden, wie der Name schon sagt. Und erst in der letzten Legende von den neuen Legenden werden wir in Hadria ankommen. Die Schachtel ist quasi so schwer wie das Grundspiel und es hat im Endeffekt genau so viel Material wie das Grundspiel. Es hat 9 genauso großen, riesigen Spielplan, auch wieder doppelseitig. Auf der Vorderseite ist so ein Inselreich mit Meer drumherum und auf der Rückseite ist das Königreich Hadria. Das ist nur für die letzte Legende. Die anderen Legenden erzählen also eher die Reise dahin. Wir sind auf dem Schiff, wie gesagt, unterwegs. Wie weit man mit dem Schiff fahren kann, das sieht man hier auf der Windkarte. Da gibt es jeden Tag eine neue. Also anstelle von Ereigniskarten gibt es jetzt meistens Windkarten, wo eben immer in so einer Seerose angezeigt wird, wie viele Felder kann ich mit einer Stunde in diese Richtung segeln. Für eine Stunde kann ich jetzt hier in die Richtung 3 Felder weit segeln. Nochmal eine Stunde, könnte ich die Richtung ändern, könnte ich 2 Stunden in die Richtung segeln, dann fällt mir vielleicht ein, oh, ich habe was vergessen, muss eigentlich da runter, dann kann ich für eine Stunde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder weit segeln. Es können natürlich mehrere Helden sozusagen auf diesem Schiff stehen und wenn jetzt ein Held das Schiff steuert, dann können die anderen Helden da mitfahren, ohne selber Zeit zu verbrauchen. Ja, es gibt im Prinzip 3 neue Hauptinseln, sowas wie kleine Fraktionen, könnte man fast sagen. Hier einmal Werftheim, die sind für den Schiffsbau bekannt, da kann man das Schiff aufrüsten lassen und die sind auch immer Holz interessiert, das man sich woanders erst besorgen muss und kann dann quasi da Holz abgeben und bekommt dafür auch Belohnungen. Ja, hier gibt es Sturmtal, auch eine schöne Insel, da wird weniger Handel getrieben, aber es ist irgendwie ein sehr geruhsamer Ort, weil wenn man sich hier in der Stadt aufhält, dann darf man auf 14 Willenspunkte hoch, also wie ein Superbrunnen. Ja, und zu guter Letzt gibt es hier noch Silberhall, das ist auch so eine Art Zwergenfraktion und irgendwie auch so Muschelsammler, da kann man Muscheln, die man findet, eine neue Art Ressource, kann man hier auch gegen Belohnungen eintauschen. Und es gibt natürlich, weil wir jetzt in einer Wasserwelt sind, natürlich auch Wassermonster. Wäre auch irgendwie thematisch ein bisschen blöd gewesen, wenn jetzt plötzlich die normalen Trolle da irgendwie schwimmen gelernt hätten oder so. Es gibt jetzt hier so Neraxe, Meerestrolle und dann gibt es noch so dicke Aroks. Ja, passend zu neuen Monster und einem neuen Land gibt es natürlich auch eine neue Kreaturenleiste. Einen alten Bekannten haben wir hier wiedergefunden, das ist der Gor. Keine Angst, der hat nicht schwimmen gelernt, der taucht tatsächlich einfach auf manchen Inseln und Landfeldern, treibt er nach wie vor sein Unwesen. Und dann das gefürchtetste neue Monster ist hier dieser Arok. 24 Stärkepunkte, 10 Willenskraft und das sieht man auch schon in der Leiste, der würfelt mit 5 weißen Würfeln und ihr wisst ja noch, alle gleichen Zahlen werden zusammengezählt. Also jetzt hat er auch schon mal eine 10 gewürfelt, eine 34 hat er gewürfelt und der ist damit stärker als so manch Endgegner aus dem Grundspiel. Ja, manch alteingesessener Held von Andor mag sich fragen, wie soll man diese riesigen Kreaturen denn bitte besiegen? Ja, die Antwort liegt auch ein bisschen hier im neuen Schiff versteckt, denn das Schiff lässt sich ausbauen, da kann man auch ein bisschen was für die Kampfkraft tun und die Helden können auch vom Schiff auf angrenzende Meeresfelder angreifen, also wie vom Schiff kann man immer Fernkampf machen und ja, mit Hilfe dieser Ausbauten und einiger anderen Dinge ist es durchaus möglich, sich auch mit so einem furchterregenden Geschöpf hier anzulegen.
Es gibt natürlich auch keine Riedburg mehr, die es zu verteidigen gilt. Dafür fallen aber diese Kreaturen, die aus dem Ozean emporsteigen, halt über diese friedlichen Inseln her. Die spawnen jetzt auf diesen römisch 1, 2, 3, 4 Feldern, also nicht mehr überall, sondern viele tauchen dann wirklich hier direkt auf und arbeiten sich dann auf die jeweilige Insel zu. Also sieht man, der Troll hier ist hier auf der römisch 1 aus dem Meer aufgetaucht und wird jetzt sich nach und nach auf diese Insel zuarbeiten, bis er, wenn niemand was dagegen tut, irgendwann im Zentrum der Insel angelangt ist. Und das ist auch neu, in diesen Zentrumsfeldern, wo es auf den Inseln halt welche gibt, da könnten sich theoretisch auch mehrere Monster versammeln, weil die quasi ähnlich wie die Burg, nur jetzt ein bisschen anders, alle Monster rennen eben auf die verschiedenen Inseln zu. Und wir müssen auch da alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass da zu viele Monster an Land stehen, weil das ist eine der Neuerungen in der Mechanik. Die Verteidigung der Riedburg wird gegen das generelle Verteidigen des Landes gesetzt. Es gibt hier so eine kleine Ruhmesanzeige, eine neue kleine Leiste auf dem Spielplan, die Ruhmesleiste und eben auch eine neue Kategorie von Belohnung. Bisher gab es immer Willenspunkte und Gold, was man als Belohnung für eine besiegte Kreatur nehmen konnte. Jetzt kann man auch Ruhm nehmen. Also beispielsweise, ich besiege einen Gor, gibt es nach wie vor entweder 2 Gold, 2 Willenspunkte oder neuerdings auch 2 Ruhm. Dieser Ruhm ist wirklich wichtig, weil ich den jetzt eben wieder verliere für jedes Monster, das an Land steht. Man kennt es ja schon, die Nacht bricht herein, neuer Tag beginnt. Wie im Grundspiel, alle Monster bewegen sich. Und im Grundspiel wurde dann immer geguckt, steht die Riedburg noch, dann geht es weiter. Hier ist es ein bisschen anders. Hier gibt es eben für jedes Monster, das an Land ist, verlieren wir Ruhm, entsprechend der Spielerzahl. Im Spiel zu zweit wären das pro Monster, das an Land steht, ein Ruhm. Im Spiel zu viert verliert man für jedes Monster, das an Land steht, 3 Ruhm. Wenn der Barde hier auf 0 gefallen ist, die Helden sozusagen keinen Ruhm mehr haben, dann haben wir die Legende auch sofort verloren. Ich selber finde es fast manchmal noch schwieriger, als das Beschützen der Burg im Auge zu behalten, was da alles wo auftaucht und wann wie wo an Land geht. Und es ist ja erst für den Ruhm erst entscheidend, es steht noch ein Feld vor der Insel, ist noch nicht so schlimm für den Ruhm. Aber sobald die Monster an Land gehen und die Helden natürlich nichts dagegen machen, finden es die Einwohner doof. Die Barden singen weniger über uns und der Ruhm schwindet. Es gibt einen neuen Helden, der Stinner oder die Stinianer, je nachdem, welches Geschlecht man bevorzugt, ein Seekrieger, der ersetzt den Zwerg, weil man weiß ja auch, Zwerge sind so ein bisschen wasserscheu. Wer den Zwerg vermisst und sich fragt, was ist denn aus ihm geworden worden, ist ja klar, man kann ihn hier wirklich wegen seiner Spezialfähigkeit nicht gebrauchen. Es gibt hier keine Zwergenmine, wo er günstig einkaufen könnte. Aber ich habe mir auch sagen lassen, der Zwerg hat irgendwie Karriere gemacht und es gibt eine Bonuslegende zum Download, irgendwas Höhlen von Kavernen oder sowas, wo die Geschichte von dem Zwerg zu Ende erzählt wird. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er jetzt der König geworden. Auf jeden Fall hat er alle interessierten Zwergenfans können sich ja da mal weiter informieren. Der Seekrieger dagegen ist sehr nützlich in dieser Erweiterung, denn wenn der sich auf dem Schiff befindet, dann darf das Schiff immer ein kostenlosen zusätzlichen Schritt machen, dabei auch die Richtung ändern. Das kann sehr, sehr praktisch sein. Wirklich auch wieder randvoll mit Zeug. Es gibt Muscheln jetzt zu finden, die man bei den einen Volk auf der Insel abgeben kann. Holzstämme, die man da abgeben kann. Es gibt einen Haufen, es gibt Frackblättchen, Federblättchen, eisige Feuer, Schneeblättchen. Außerdem gibt es eine Menge neuer auch so NPC-Charaktere, die eine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel so einen fahrenden Händler, der auftauchen kann. Ein Barden, so eine Figur, die man benutzen kann, um das Spiel ein bisschen leichter zu machen, kann dann mit den Helden mitziehen und verbessert unsere Ruhmausbeute. Noch mehr Endgegner werden hier wirklich mit einzelnen richtigen Figuren dargestellt. Und was mich besonders beeindruckt hat, es gibt sogar 3 Figuren, die in den Legenden gar nicht vorkommen. Hier zum Beispiel hier der König der Nerax und so Ariel, die Meerjungfrau, ist auch irgendwie vertreten. Die 3 Figuren kommen überhaupt nicht vor, die sind nur in dieser Erweiterung drin, damit man selber eigene Legenden mit ihnen erfindet.
ist ja bei Andor ein ganz großes Ding, Fanlegenden. Und hier ja, kriegt man tolle neue Figuren, die noch überhaupt unverbraucht sind, die noch gar nicht eingeführt sind. Und das ist noch nicht alles. Für alle Fans, die Erzählerleiste ist jetzt nicht wieder A bis N. Wer sich immer gefragt hat, wieso hört denn die Geschichte eigentlich bei N auf? Ja, weil Michael Menzel natürlich wusste, dass diese Erweiterung kommen wird. Und die Erzählerleiste hier geht von O bis Z. Das ist jetzt erstmal für rein die Erweiterung betrachtet kein Unterschied. Also die neuen Legenden fangen halt einfach bei O an und hören bei Z auf. Aber ich kann diesen neuen Spielplan mit dem alten Spielplan aus Andor kombinieren. Vorausgesetzt, ich habe einen ungefähr 7 Meter langen Tisch. Nee, aber es passt wirklich zusammen. Die Anschlüsse sind so gezeichnet worden. Ich kann den Spielplan hier direkt anlegen. Und das bedeutet ja, es sind jetzt einfach Legenden möglich, Fanlegenden, die geschrieben werden können, die sich von A nach Z erstrecken. Also einfach epische, riesige Legenden mit wahnsinnig vielen Karten, die auf beiden Spielplänen spielen. Und dann kann man vielleicht auch den Zwerg wieder zurückholen. Das ist eine tolle Erweiterung, thematisch toll. Die Geschichten sind wirklich noch mal dichter und spannender. Sehr, sehr schön. Vielleicht einziger Nachteil wirklich der doch sehr knackige Schwierigkeitsgrad. Mich hat die Reise in den Norden wirklich nochmal genauso begeistert wie damals das Grundspiel, weil ja, also das Sternschild und das, klar, das war ganz nett, diese kleinen Sachen, aber das ist wirklich jetzt ein großes Ding. Es fühlt sich nochmal, es ist fast nochmal dieses, alles ist neu, alles sieht neu aus, neue Monster. Man hat nochmal diese Freude wie beim Grundspiel, wenn man hier erstmals neue Missionen im Norden erlebt, und das ist schon cool. Klar, es sind halt auch wieder nur 5 Legenden, wobei die auch wieder sehr variabel sind. Also es ist auch so, da kann man auch öfters spielen, auch wenn man sie mal geschafft hat. Aber klar, auch da geht es darum, sie erstmal zu schaffen. Ich finde, das Spiel hat sich einfach auch richtig als Ganzes weiterentwickelt. Es ist thematischer geworden, es ist noch atmosphärischer geworden. Das hat nicht nur was mit der Grafik zu tun, sondern auch in meinen Augen damit, dass die Inhalte hier origineller sind. Ja, die Bedrohungen, die ganzen Geschichten. Nicht, dass jetzt Legenden von Andor der reinste Abklatsch war, aber doch irgendwie hat man halt viele Versatzstücke irgendwie halt da auch mitgekriegt. Der Drache am Ende und die Zwergenmine, wo wir rein müssen. Es war natürlich alles irgendwie, das hat man alles schon. Zu Classic Fantasy. Ist ja auch in Ordnung, aber das hier ist wirklich origineller. Die Monster sind originell. Das ganze Setting ist originell, und dann dadurch finde ich einfach, das macht eine Menge aus, hier noch tiefer in wirklich die Welt von Andor einzutauchen und nicht nur einfach mit einem Andor-Mechanismus schon bekannte Storys irgendwie nachzuempfinden. Das stimmt, also man setzt die Segel und es bläst wirklich jede Menge frischer Wind hinein. Und nachher noch Schneestürme und alles. Das hat mir auch gut gefallen, und da mich auch eine, also mir hat es immer, also diesen Erzählen und den Legenden, und die waren immer sehr variabel, und gerade das Sternenschild hat ja dann eine neue Möglichkeit der Vielfalt im Prinzip mit ins Spiel gebracht, und da knüpft auch, also Reise im Norden an, sie sind generell, die Legenden sind variabler aufgebaut als die Legenden im Grundspiel, und ich habe auch ein paar auch wirklich stimmungsvolle Highlights. In der finalen Legende gibt es innerhalb der Geschichte noch die Möglichkeit, zwischen 2 Fraktionen sich zu entscheiden, also wirklich in der Legende noch die Seite zu wählen, dann für die oder eben für die zu kämpfen, und das ist natürlich Rollenspiel-Feeling par excellence, das kennt man und will man. Ich müsste da Kritikpunkte mit der Lupe suchen, aber ich kann auch einen finden, und zwar, es ist nur ein einziger neuer Held dabei, und wer jetzt neue Helden nicht besitzt, der hat jetzt gerade mal 5, wobei das stimmt ja gar nicht, weil der Zwerg, der neue Held, tauscht den Zwergen ja auch noch aus, also man hat wirklich eine riesen Erweiterung sich gekauft und hat immer noch nur die 4 Helden sozusagen, außer man besitzt neue Helden. Also tatsächlich hätte ich es cool gefunden. Was sehr zu empfehlen ist. Ja, was sehr zu empfehlen ist, ohne jeden Zweifel, aber ich hätte mich wenigstens ein weiterer oder noch 2 irgendwelche, was weiß ich, vielleicht ein Wassermann oder eine Kampfnixe, keine Ahnung. Aber das ist ein bisschen schade, dass es tatsächlich nur ein neuer Held gibt. Na, das war unsere kleine Andor-Reihe bis zur nächsten Erweiterung, die ja angeblich noch kommt. Es soll ja eine Trilogie sein, also da sind wir wirklich sehr gespannt. Also ich vermute, es kommen wieder kleine natürlich, und mit Trilogie wird nochmal eine große. Aber wo wird der Spielplan dann angelegt? Oben oder unten? Und vor allem, jetzt sind ja keine Buchstaben mehr da. Ja, aber ich...
Der Herr Menzel, der hat sich bestimmt was gedacht. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Vielen Dank und gerne mal unsere Partnerlinks benutzen, wenn ihr sowieso was kaufen wollt. Das hilft uns, weil wir nämlich eine kleine Provision bekommen und damit können wir noch mehr für euch machen und noch bessere Sachen machen.